Herzlich willkommen! Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute: Lebenszeit ist wertvoller als Geld. Es geht wieder natürlich ums Geld, aber es geht eigentlich noch um was, was wesentlich wertvoller ist als Geld. Und deswegen glaube ich, dass es reicht, dass wir uns unsere Lebenszeit permanent von irgendwelchen anderen Menschen, Institutionen, Firmen klauen lassen. Natürlich als Selbstständiger ist es mir auch wichtig, dass Zeit Geld ist, aber mir geht es eher mehr heute um die Lebenszeit. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen das ebenfalls so geht, und deswegen möchte ich das Thema heute mal aufgreifen und dieses kleine Video darüber drehen. Erlebt habe ich Folgendes: Ich war letzte Woche auf dem Weg zu einer Werbeagentur, die mir ein Schild gemacht hatte, dass man auf die Autotür klebt, und um das sauber aufzukleben, war ich vorher beim Autowaschen, haben nachher die Türe, wo das aufgeklebt werden sollte, mit einem Tuch noch nachgewischt und nachgetrocknet und festgestellt, da das Flugrost. Dieses Fahrzeug, dieses Auto ist ein Passat, VW Passat, schwarze Lackierung, und ist circa 14 Monate alt. Und ich habe mir gedacht, es kann doch wohl nicht sein, dass da Flugrost an den Türen ist. Und bin zu einer Werkstatt gefahren, die direkt neben dieser Marketingagentur ist, um einfach nachzufragen, ob das normal ist oder ob man da was machen muss. Und da war ein junger Mann, der hat sich das angeschaut, hat gesagt, das ist eben nicht normal, da müsste man schon was machen, hat Fotos gemacht, hat aber auf seinen Kollegen verwiesen, der extra speziell ein Lack-Spezialist ist. Und ich musste sozusagen noch einen neuen Termin ausmachen, weil dieser Lack-Spezialist gerade beim Mittagessen war. Ich habe eine ganz nette Kollegin dort in dem Autohaus, Autohaus Schragel in Bad Wörishofen, kennengelernt. Die hat hat meine Daten aufgenommen, war total nett und freundlich und hat mir einen Termin gegeben am nächsten Tag. Den habe ich zwar dann nochmal kurzfristig verschieben müssen, weil das alles ein bisschen kompliziert war, so kurzfristig. Aber ich bin am nächsten Tag dorthin gefahren und habe dann mit dem Spezialisten gesprochen. Und der Spezialist hat mir erklärt, dass es völlig normal ist, dass ein Auto, das etwa ein Jahr oder eineinhalb Jahre alt ist, durch äußere Einflüsse Flugrost ansetzen kann. Und ich müsste das Auto halt einfach besser putzen und müsste den Rost wegmachen oder müsste eine Lackaufbereitung kaufen, dann könnte man das machen, aber das liegt nicht am Lack, sondern das liegt ganz einfach an den äußeren Einflüssen. Das, was mich am meisten gestört hat, war nicht diese Ablehnung, dass es kein Garantiefall oder sonst irgendwas ist, sondern am meisten hat mich gestört, dass ich ungefähr 2 Stunden damit verbracht habe, diesen Termin wahrzunehmen, hinzufahren, wegzufahren, mit diesen Menschen zu diskutieren und später dann noch an die Firma ein E-Mail zu schicken, dass ich das nicht so toll fand, was da passiert ist. Und das ist eigentlich etwas, was die Zeit raubt. Die raubt nicht nur das Geld, sondern die raubt auch die Zeit. Und die Lebenszeit ist etwas, was ich gerne anders verbringen würde. Ich würde mir lieber vielleicht in den Garten legen, auf die Couch setzen, ein Buch lesen oder einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken, aber nicht mich mit Leuten auseinandersetzen, die meinen, sie sind Spezialisten und sagen mir dann als Kfz-Fachmann, sie müssten nochmal kommen, weil das muss sich ein Spezialist anschauen. Er hätte mir ja auch gleich sagen können, ja, das ist kein Garantiefall oder da muss man nichts machen, putzen Sie es einfach, schauen Sie, dass Sie den Rost wegbringen. Ja, und es gibt natürlich noch andere Beispiele, wenn man in eine Kfz-Werkstatt fährt. Meine Frau hat das erlebt, die ist 3-mal zur Kfz-Werkstatt gefahren und hat gesagt, hey Freunde, meine Heizung funktioniert nicht richtig, bitte prüfen Sie das mal. Und es ist auch manchmal natürlich so, dass Frauen in Kfz-Werkstätten ja nicht so ernst genommen werden. Und meine Frau hat aber nicht nachgelassen und ist das dritte Mal hingefahren und es war wieder nichts zu finden. Und die haben gesagt, naja, die Heizung geht doch, was wollen Sie überhaupt? Und ein halbes Jahr später bei der gleichen Werkstatt haben wir einen Kundendienst machen lassen. Und plötzlich haben die zu uns gesagt, haben Sie überhaupt bemerkt, dass die Heizung nicht funktioniert? Das heißt, im Endeffekt haben die damals überhaupt nicht nachgeschaut. Sie haben gesagt, hey Freunde, die Frau, die Heizung funktioniert doch einigermaßen. Die hat von Toten und Blasen keine Ahnung.
und hat dann nachher festgestellt, dass die Heizung tatsächlich nicht funktioniert hat. Das ist auch was, wenn man dreimal zu einer Werkstatt fährt und erst beim vierten Mal die selber den Fehler finden und sich dann brüsten, wir haben einen tollen Service, wir haben den Fehler entdeckt. Da denke ich auch, da ist die Zeit schade und auch das Geld in so einer Werkstatt zukünftig seine Sachen machen zu lassen. Ein anderes Beispiel, was mich auch immer wieder aufregt und auch bestimmt viele andere. Früher war das aus meiner Erfahrung so, wenn ich zum Zahnarzt musste und ich musste vielleicht eine Krone oder eine Wurzelbehandlung oder sonst irgendwas kriegen, dann war das so, dass man einen Termin ausgemacht hat und hat an diesem Termin möglichst alle Dinge, die notwendig waren, gemacht und man musste vielleicht noch ein zweites Mal hin, um die Krone einzusetzen oder um die Füllung einzusetzen. Aber heute ist es aus meiner Sicht sehr interessant so, dass man zum ersten Termin hingeht und da wird nur nachgeschaut. Zum zweiten Termin fängt man dann mal an, etwas zu tun. Beim dritten Termin wird der Rest gemacht, beim vierten Termin werden die Sachen hingehalten, ob sie überhaupt passen, und beim fünften Termin werden sie eingesetzt und beim sechsten Termin geht man nochmal vorbei und sagt, hey, passt das alles? Ja, ist alles in Ordnung, die Sache ist erledigt. Das finde ich auch etwas, was totale Zeitverschwendung, Zeitfresser ist. Für Selbstständige noch viel, viel schlimmer als für Angestellte. Aber egal, welcher Mensch man ist, ob man eine Firma hat oder ob man Rentner ist, die Zeit kann uns niemand ersetzen. Diese Zeit, die dort verloren geht, die ist die unsere Lebenszeit und die sollten wir anders nutzen. Ein anderes Thema ist es, wenn man zum Arzt muss, weil man eine spezielle Untersuchung machen lassen muss. Ich weiß das aus der Erfahrung von meiner Mutter, die mir das dann erzählt und sagt, jetzt muss ich 2, 3 Monate auf einen Termin warten. Jetzt ist es allerdings aber so, das trifft uns ja alle, nicht nur die Rentner. Es trifft uns ja alle so, wir zahlen jeden Monat mehrere hundert Euro für die Krankenversicherung und überlassen uns am Telefon abspeisen von den Sekretärinnen und Ärzten, dass es keine Termine gibt. Ich bin der Meinung, wir sollten da wirklich Druck machen und sollten sagen, liebe Freunde, wir zahlen für die Krankenversicherung Geld oder haben für die Krankenversicherung viel Geld bezahlt, also möchten wir auch eine vernünftige Behandlung. Ich hatte vor 2, 3 Wochen einen Hexenschuss. Natürlich dummerweise Gartenarbeit, schöne Tage und man überlastet sich einfach. Ich hatte einen Hexenschuss und habe dann noch 2 Tagen, weil die Schmerzen nicht besser wurden, überlegt, soll ich zum Arzt gehen oder nicht. Aber die Orthopäden bei uns haben Termine, die sind 2, 3 Wochen im Voraus ausgebucht. Und wenn ich 2, 3 Wochen warten muss, bis ich einen Termin kriege, dann brauche ich auch nicht mehr hingehen. Das bedeutet, wir vermeiden eigentlich dorthin zu gehen, wenn wir es eigentlich notwendig hätten. Und wenn ich Schmerzen habe und mich kaum noch aufrecht halten kann, dann bin ich der Meinung, dass man hier auf jeden Fall schnellere Termine vergeben lassen muss. Und ich glaube, es liegt nur an der Organisation von Praxen und von Ärzten. Auch hier wird die Lebenszeit geklaut, was auch ein nettes und schönes Beispiel immer wieder ist. Man bestellt irgendwo vielleicht ein Möbelstück, eine Couch oder einen Fernseher oder wo auch immer. Da heißt es dann toll, kostenlose Lieferung. Man denkt sich, das ist super. Man bekommt dann irgendwann einen Brief nach 2, 3 Wochen, wo dann drin steht, unsere Lieferung kommt an am 15. März zwischen 8 und 16 Uhr. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die arbeiten, die angestellt sind oder auch natürlich Selbstständige, die sich die Zeit einteilen könnten, aber die Angestellten, die müssen sich einen halben oder einen ganzen Tag Urlaub nehmen. Und dann ist es auch mal häufig so, wenn es gerade um Möbel geht, dann kommen die an dem Tag gar nicht, weil sie so sozusagen zu viel zu tun hatten und das Ganze wird neu vereinbart und der Urlaubstag ist weg. Oder auch der unbezahlte Urlaub, den man sich genommen hat, ist weg. Man hat gewartet, man hat sich aufgeregt. Die Lebenszeit ist dahin. Und wenn man selbstständig war, ist auch noch die Zeit dahin, in der man aktiv hätte sein können, seiner Arbeit nachzugehen. Es gibt natürlich auch noch die anderen Themen, wo man Handwerker benötigt. Zurzeit ist es ja so, dass die Handwerker 5, 6, 7 Monate im Voraus ausgebucht sind. Das ist ja noch verständlich, aber wenn man dann einen Termin ausmacht in einem halben Jahr und der Handwerker dann zu diesem Termin nicht erscheint, dann fragt man sich schon, wie ernst wird man denn eigentlich als Kunde genommen? Wie ernst nimmt derjenige, der uns da sitzen lässt, das Ganze? Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber diese Ausnahmen, die sind, glaube ich, nicht so ganz häufig.
Häufiger ist es so, dass die Leute sich gar nicht mehr rühren oder einfach sagen, hey, der wird schon wieder anrufen. Was ich auch noch erlebe und was mich auch immer wieder immens stört, wenn ich in irgendeinem Laden bin, etwas bestelle, ein Artikel oder ein Reparaturteil, das ich benötige, das kann ein Lebensmittelmarkt sein, ein Gartencenter oder ein Elektromarkt. Und man sagt mir oder man sagt uns, meiner Frau und mir, wir rufen sie dann an, wenn das da ist. Und man wartet und wartet und irgendwann denkt man sich, jetzt rufe ich doch mal an und frage, ob das Teil schon da ist. Und wenn man dann anruft, sagen die Leute am Telefon, oh, schön, dass Sie anrufen, das ist gerade heute mit der Post gekommen. Und wenn man das so in einem Jahr so 4, 5 Mal erlebt und immer die gleiche Aussage, das ist gerade heute mit der Post gekommen, dann fragt man sich, warum denn diese Läden oder diese Geschäfte es einem eigentlich anbieten, dass sie einen zurückrufen. Man sagt ja nicht, bitte rufen Sie mich zurück, sondern die bieten das ja von sich aus an. Ein Rückruf kommt allerdings in aller Regel nicht. Und genauso passiert das im Alltag, wenn man irgendwo, zum Beispiel bei einer Druckerei sagt, kann ich das am Freitag abholen? Die Druckerei sagt, ja, Sie können das am Freitag abholen. Ja, wann? Das wissen wir noch nicht so genau. Wir rufen Sie dann an. Und wenn man dann um 16 Uhr anruft, wenn man sich denkt, am Freitag macht doch die Druckerei bestimmt spätestens um 5 Uhr zu, dann sagen die, oh, es ist gerade fertig geworden. Also ich glaube, dass wir da ziemlich oft an der Nase herumgeführt werden. Und ich möchte Sie alle aufrufen, lassen Sie uns gemeinsam das nicht mehr gefallen. Sagen Sie einfach, es reicht. Ich möchte und ich werde bei Ihnen nur dann einkaufen, wenn ich respektiert werde, wenn ich für voll genommen werde und wenn auch akzeptiert wird, dass meine Zeit genauso viel wert ist wie Ihre Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir irgendetwas umsonst bekommen. Wir müssen das ja auch noch zahlen. Wir müssen den Service bezahlen, wir müssen den Artikel bezahlen und dazu gehört auch, dass das geleistet wird für das, was wir bezahlen. Also lassen Sie uns gemeinsam immer wieder, steter Tropfen höhlt den Stein, Druck machen und lassen Sie uns sagen, was wir erwarten. Dass wir respektvoll behandelt werden, dass wir ernst genommen werden und dass wir genauso wie der andere von uns etwas erwartet, wir selbst etwas erwarten können. Ich glaube, dass wir nur dadurch unsere Lebenszeit mit mehr Qualität ausfüllen können und nicht so viele unnütze Zeit mit Warten und Ärgern verbringen, wie es mir aktuell vorkommt, dass es immer schlimmer wird. Und sogar die Lieferanten, die im Onlinehandel sagen, sie bekommen das Päckchen morgen und man verlässt sich darauf, dass man es auch kriegt, passiert immer häufiger, ich würde sagen, gefühlt bei 50%, dass dann kurz bevor die Auslieferung hätte sein sollen, eine E-Mail oder eine Nachricht kommt, für Auslieferung verzögert sich leider um 1, 2 Tage. Also warum verspricht man uns etwas, was man nicht halten kann, anstatt dass man gleich sagt, es dauert 2 Tage und man liefert es dann in einem Tag. Das ist viel positiver für den, der es bekommt und viel positiver wird auch das Feedback ausfallen, das man dieser Firma oder diesem Unternehmen dann gibt. Ja, und was noch ganz wichtig ist, auch hier gilt aus meiner Sicht, erst die Menschen, dann die Sachen. Also erst die Lebenszeit, erst das gute Gefühl und dann in zweiter Linie das Geld. Und das möchte ich nicht nur in dem Bereich meiner beruflichen Tätigkeit Ihnen an die Hand geben, sondern auch in Ihrem privaten Umfeld. Wenn es Ihnen genauso geht wie mir, und Sie nicht mehr damit einverstanden sind, wie man uns behandelt und wie man mit Versprechungen umgeht, dann möchte ich Sie bitten oder auffordern, schreiben Sie es unten in die Kommentare, was Sie erlebt haben und schreiben Sie auch rein, was Sie eventuell für Lösungen gefunden haben für sich, sodass andere da auch einen Profit davon haben mit diesem Austausch Ihre Erfahrungen. Und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben oder abonnieren Sie meinen Kanal, dann versäumen Sie keine weiteren Videos. Und ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Echtler.